Ja, Melanie, 1-2 verloren. Nach der ersten Halbzeit hat es ausgesehen, es könnte etwas mehr werden. Leider ist es noch so ausgegangen. Wo hat es gefällt? Ja, überall ein bisschen wahrscheinlich. Wir kamen vier, also nachdem wir schon 1-0 vorn waren, hätten wir viel ruhiger sein können. Und dann sind wir im Nick geblieben. Wir sind auch in der zweiten Hälfte keiner wie es gestartet. Die Bälle haben wir nicht gespielt, wir haben sie durch die Gegend geschossen. Und ja, so ist es noch passiert. Kann das, was könnte man eigentlich in Perspektive Zukunft besser machen? Was ist das, was effektiv fehlt von dir aus gesehen? Also, was wir sicher noch besser werden müssen, ist, also unsere Positionen zu halten und schneller zu reagieren. Also, wenn wir einen Ball verlieren und sie einen Gegenangriff starten, dass wir gleich wieder in unsere Positionen zurückgehen und ihm einen Aufbau zerstören, sozusagen. Ich glaube es halt. Wie siehst du aber die Zukunft von der Mannschaft jetzt in der heurigen Saison? Ich sehe sie gut und wir kommen bei 4. Wir haben uns auf die letzten Spiele auch gesteigert. Und wir sehen auch beim Training, dass allerweil mehr Sachen funktionieren, von denen wir vorher nicht einmal gedacht haben, dass wir sie in Stand sein zu machen. Deswegen ein bisschen Geduld und ich glaube, das werden wir packen. In Boca Lupo.